Kinder der Götter, hört meine Geschichte über den Anfang der Zeit. Alles war dunkel. Es gab keinen Sand und es gab kein Meer, keine Erde und keinen Himmel, kein Gras und keinen Wind. Bis das Feuer auf Eis traf im weiten Nichts. Und aus diesem Schrei entstand der Riese Ymir, das erste aller Wesen. Der stolze Ymir, grausam getötet, doch aus seinen Knochen und seinem Blut und seinem Hirn ward die Welt erschaffen. Die Welt, in der ihr lebt und Kriege führt. Da bist du ja. Hallo und damit willkommen zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, das ist so mein erstes richtiges Assassin's Creed, das ich zocke. Deshalb, und da dachte ich mir, komm, zockst du das mal wegen dem Wikinger-Setting. Das mag ich ja sehr. Ich spiele es auf dem PC vom Game Pass aus. Es ist da momentan ja kostenlos, also man kann es in der Cloud spielen. Und dachte ich mir, komm, mach ich mal. So, legen wir mal los. Das sind also wir. Aber anscheinend können wir es noch nicht entscheiden, was wir sind. Und da... Hier ist ein Lied für dich. Möge es dich tragen. Okay. Gucken wir. So, hi, hi, hi. Yay, tanzen, ja, tanzen. Wer bist du, ja, kleine Dringer? Geh. Ja, hast du unseren König gesehen? Ja, gut. Komm, Ava. Ist das unser Papa? Hast du den Reif? Ja, hab ich. Ja. Und nun zu unserem kleinen Plan. Wenn du uns sprechen siehst, sei leise wie eine Maus. Dann überrasche ihn mit dem Geschenk. Natürlich. Du hältst es hin, etwa so. Siehst ihm in die Augen und sagst, König Dyrbjörn, mögen unsere Clans ewig verbunden sein in Freundschaft und Liebe. Kannst du das für mich tun? Gut. Heute Nacht wirst du das Band sein, das unsere Völker eint. Ich bin so stolz auf dich, Ava. Dankeschön, Papa. Ah, ich mag einfach dieses Wikinger-Setting. Aber wir sehen irgendwie aus wie bei God of War. Der Junge. So, genug getanzt. Ich schlug ab die Köpfe der faltlosen Hirnhunde. Ich trank von Odins Trunk und schnitt ab die langen, struppigen Bärte der Trollkönige. Ich tanzte nackt auf dem heißen Sand der Küsten. Okay, also... Trink, Holmgär, spar dir die Reime für deinen Küken. Ja. Was bist du? Oh, du hast nichts zu trinken? Na komm, ich bringe dir was. Ich kann nicht. Ich habe ein Geschenk für deinen Vater. Ein schönes Stück. Das muss zwei große Langschiffe wert sein. Gib es her, ich gebe es ihm. Nein. Mein Vater bat mich, Sigurd. Wie du willst. Aber dann bekommst du kein Met. Wir trinken auch kein Met, wir sind noch viel zu klein. Ja, hallo, ich würde mich ganz gern bewegen. Ah, Papi. Hast du den Reif? Gut, den hat dein Großvater getragen. In einer Schlacht auf den Nordwegen. Okay. Mutter? Ja? Können wir Sigurd unser Steinmännchen von gestern zeigen? Gute Idee. Das machen wir gleich morgen früh. Bei Tagesanbruch. Jetzt geh. Überbring das Geschenk. Mach ich, Mutter. Sie wird stolz auf mich sein. Das kriegen wir schon hin. Ava, warte. Skål! Auf Dyrbjörn! In
wahren König von Rygjafylki. Heute Nacht werden wir alle neu geboren. Skål! Skål! Eivor, Eivor, komm. Herr, mögen unsere Clans auf ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe. Danke, Eivor. Jetzt und für immer gehört mein Schwert dir. Hör zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenross mein Lied erklingt. Weil Odins Bet uns Stärke bringt. Aus Heldenbrust und Ehrenbrust. Ein Krieger fällt Valkyria. Ein Krieger fällt Valkyria. Nach Valhall wird der Held. Nach Valhall wird der Held gemacht. Das Horn wird für die große Wahl. Für die Helden und die Krieger. Macht euch bereit, Männer. War doch sowas von klar. Mach sowas zu klar. Geh. Du nicht, Eivor. Jetzt noch nicht. Okay, ja, wir sind noch zu klein, glaube ich. Es wurde verkündet. Der Vorhang ist gelüftet. Nichts ist wahr, ehe es von den Zweigen Yggdrasils gebrochen wurde. Okay, ich kann nicht mich umdrehen. Ich muss da durch. Ich muss da raus, okay. Runter, hoch. Leck mich doch am Ende. Dankeschön. Das ist unsere Mama. Ja, Mann. Zack. Ach, Mutti. Eivor. Mama, pass auf. Dankeschön, Mama. Los. Nein, Alter. Reite. Los. Ja, wohin? Mama. 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 Da ist einer. Oh Gott, das Schwert ja, wir packen ja das Schwert ja kaum, Mensch. Oh Gott. Kitty, komm und zeig dich. Sehr gut. Oh nein, Mama. So. Lass mich los. Dankeschön. Sigurd. Ach, oh, Sigurd, mein Freund. Beende das Blutvergießen. Oh, das werde ich. Fahr nach Valhall. Feuer! Sigurd, nimm das Pferd. Na gut, warte hier. Ja, was? Ja. Gib mir eine kleine Waffe, ein kleines Schwert, einen kleinen Dolch oder so. Gib uns irgendwas. Mama. Drecksack. Ich hab dir einen Handel vorzuschlagen, Trellhure. Akzeptiere dein Schicksal und stirb als Feigling vor deinen Leuten. Und ich verschone den Rest. Kämpf, Liebster. Hör nicht auf ihn. Boah, das ist fies, ey. Das ist richtig fies. Da kommt ja niemals nach Valhalla. Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Du hast mein Wort. Nein. Nein, Varin. Nein, Varin. Nein, 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 nein. Was Nimm machst du? Nimm deine Axt! Du kommst niemals nach Valhalla. Alter, warum hörst du? Ach, Mensch. Das finde ich jetzt nicht gerade gut. Na, renn, 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 Junge. Renn. Oh. Oh, wie geil. Nordlichter. Oh, Schwert. Oh nein. Boah, wow. Alter, wie grausam. Wie grausam.
Das Wolf. Das Wolf. Ist ein Wolf. Oh Gott. Das gehört doch zum Spiel, oder? Die sich in derselben DNA überlappen. Ich weiß nicht, wieso. Behebt das oder hol mich raus. Ich kann die Ströme mit einem Filter aufsplitten. Moment. Okay, hat geklappt. Sicher? Ich weiß nicht, wo das Problem lag, aber ich kann es umgehen. Du musst einen Strom auswählen, damit alles stabil bleibt. Es gibt doch eine dritte Option. Ich kann den Animus deine Identität aufgrund der Signalstärke modulieren lassen. Wie du willst. Okay, also wir können den Animus entscheiden lassen oder wir werden männlich. Wisst ihr was? Wir lassen einfach den Animus entscheiden, was wir werden. Okay, ich gebe es ein und springe nach vorne zu einem Zeitpunkt, an dem die Ströme synchroner sind. Yay, wir sind eine Frau. Yes! Ist ja egal. Wie lange verfolgst du mich schon, Wolfsmal? 17 Winter? 18? Verfolge ich dich in deinen Träumen? Wärme ich dir den Schritt? Ferkel. Was ist ein Ferkel? Erinnerst du dich? Die Axt deines Vaters. Die Waffe eines Feiglings. Hat er es nicht gesagt. Einer verspotteten Schlange. Hat er es nicht gesagt. Nur weniges macht mir mehr Freude, als damit zu töten. Doch ich weiß, du würdest kämpfen bis zum Tod. Für ein glorreiches Ende. Das werde ich nicht erlauben. Du wirst deine letzten Tage als Trell leben. Gedemütigt. Dein Tod wird einsam sein. Töte den Rest ihres Trupps. Lass sie leiden. Eivor Wolfsmal ist nicht mehr. Dieser Name ist für die Welt gestorben. Was? Nein. Du bist sicher dein Gewicht in Silber wert. Ha! Alter. Auf zum Schiff! Was für ein... Ah, kannst es nicht sagen, aber... Boah. Alter. Eine Bewegung. Und ich stech dir die Augen aus, kapiert? Ich stech dir so aus, du... Du Hund. Der Wind bläst aus Süden. Wir segeln nach Norden und setzen dann Kurs West. Also, was habe ich dir gerade gesagt? Zack. Sehr gut. Sehr gut. Oh. Oh, oh. Er kommt nie wieder raus da. Schütt wie heute dich lebendig! Du wirst niemals, niemals dieses... Das wollen wir mal sehen. Das werden wir noch sehen, Freund. Kein Fest für dich, Sühnen. Meine Leute sind in Gefahr. Sei meine Augen. Okay. Bewegen. Den Kalalux-Stick und die Kamera drehen mit rechtem. Okay. Durch Ehre gebunden. Ich muss zu ihnen. Ja, ich weiß. Ich, Odins Sicht, okay. Ah, dann kann man gucken, was hier vielleicht ist oder nicht. Okay. Uah, Feuer. Oh, da. Silber. Erstmal alles plündern schnell. Finde und rette deine Besatzung.
besser. Ah, ist Bären, Pilze oder Nahrung aus Köpfen, die du in der Spielwelt findest. Wer ist das, noch ein paar Bären hier? Dann werden wir ein bisschen Energie haben. So. Volle Energie. Stärker. Okay. Ja, glaube ich dir. Volle Gesundheit. Ja, halt. Ist noch was? Und geh mal drunter, Mensch. Wir haben ein neues Gebiet entdeckt. Okay. So, müssen da runter jetzt. Dann gehen wir mal dahin jetzt. Dann gucken wir mal, dass wir den. Einer von Qtvs Männern. Ich muss vorsichtig sein. Wie steht denn der? Wir haben Rücke zu uns. Okay, Schleichangriff da machen. Den nehmen wir mal kurz mit. So, dann sieht dich auch keiner, weißt du? Mal Pfeile noch mitnehmen. So, was haben wir da drin? Nix. Rabenperspektive. Mit dem Raben kannst du dir einen besseren Überblick. Ah, okay. Machen wir gleich. Wenn wir da hinten sind, schon mal. Sieh mal nach, Sühnen. Gut, da haben wir jetzt gerade Nick. Na, wir gehen jetzt mal hoch. Und ein bisschen was vor uns. Das ist leise. Langsam, langsam, langsam. Lesen. Göftis Befehle. Rikulf, bereite Warenskind für die Sklavenhändler vor. Die anderen kannst du für dein Blutopfer nehmen. Nein, das macht er nicht. Ruhe plündern. Oh, Leder? Eisenerz. Cool. Ja, ich bin mal gespannt. Das ist, wie gesagt, mein erstes Assassin's Creed. Katja hat ein bisschen mehr gespielt. Qtvs Krieger. Ich sollte mich nicht sehen lassen. Wo? Ja, wo? Hallo? Ich... Sobald dieses Land unter Qtvs Gewalt ist... Oh, shit. Go. Solange der Rabenclan lebt, wird das nicht geschehen. Die kämpfen wie Berserker. Eivor Wolfsmal erschlug allein eine 20-Schaft oder mehr. Ja. Ha, jetzt schmeckt Eivor die Peitsche des Sklaventreibers. Prinz Sigurd scheint auf See verschollen und die Raben sind bald vergessen. Mal gucken, wo die hingehen. Geht der hin? Ich versuch's mal mit ein bisschen Schleichen. Bin zwar nicht sicher, ob es funktioniert. Zack. Okay. Doch kein Schleichen. Haben wir es mal so gemacht, egal. Oh Gott! Singendes Eisen. Da findet ein Kampf statt. Ja, dann geht er mal. Ja. Wer ist denn das? Dark, du alter Hund. Alter. Du lebst. Oh ja. Hab mich vom Schwertchor weggeschlichen. Was ist mit dir? Qtvi wollte mich verkaufen. Ein Fehler, den er bereuen wird. Oh, ja. Jedoch nicht heute. Ich sah ihn in Öchwalsnäs auf ein Schiff steigen und gen Osten segeln. Ohne unsere Mannschaft. Noch ist es möglich, unsere Männer zu retten. Ich finde sie, du machst das Langschiff bereit. Du Rampensau. Du willst die Rettung allein übernehmen, damit es im Siegeslied nur um dich geht, was? Ich könnte auch den Strand stürmen, 2 Dutzend Männer töten, unser Drachenboot nehmen und siegreich die Segel setzen. Wie du willst. Nein, nein, ich nehme den Strand. Das ist der gefährlichere Weg. Such du das Langhaus nach den unseren ab. Oh, und hier. Der Tote wird das wohl nicht mehr brauchen. Boah, danke schön. Geh. Wir sehen uns dann beim Schiff. Wir sind so eine richtig hammerharte, geile Schildmaid. Läuft. Schlacht um die Nordwege. Okay. Okay, warte mal, Inventar. Okay, wir haben die Waffen.
weiter. Haupthand haben wir. Waffen, die in der Haupthand ausgerüstet werden, verursachen den größten Teil des Schadens. Bestimmt deinen Kampfstil. Okay. Nebenhand. Eigentlich gefühlte Waffen belegen beide Waffenfelder. Bogen haben wir. Mit drei Arten von Bögen, die eigene Pfeile benötigen. Okay, wir haben jetzt hier eine Axt. Und hier machen wir mal das Schild rein. Erstmal. Damit wir das so ein bisschen mal fertig haben. Unsere Tasche. Was haben wir da alles drin? Also wir haben Leder schon mal. Wir haben Eisenerz. Wir haben Stoff. Null Stoff. Und was haben wir? Leichte Pfeile haben wir. Jagdpfeile haben wir. Raubtierpfeile. Und Mahlzeiten. Okay. Haben wir drin. Nebenhand benutzen. Ist das hier? Ah, was war das? Ah, blocken. Ja, wie gesagt, ich bin halt der Neuling in Assassin's Creed. Verzeiht mir bitte. Irrwalsnäs. Wo der Eidbrecher meine Leute gefangen hält. An einem pulsierenden Leuchten im Kompass erkennst du, dass du in der Nähe von Schätzen und Rätsel Artefakten bist. Die sind ja, glaube ich, alle weg. Ich wollte mal aus. Krieger krauchen durch Irrwalsnäs wie Läuse. Wenn ich durch das Haupttor gehe, falle ich vielleicht auf. Vielleicht. Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Da ist ein Schatz. Gucken wir mal, was noch da unten ist. Das ist schon cool gemacht mit dem Raben. Und da hinten ist auch einer. Dann markieren wir auch mal. Da ist einer. Da noch irgendwo einer. Ja. So ist einer. Ja, wir suchen eh später das ganze Ding ab. Ich würde gerne wissen. Eigentlich komme ich da durch. Nee, da ist noch einer. Dann killen wir den als erstes. Gehen da hin über die Mauer. Und dann so killen wir die Leute. Das Langhaus. Meine Mannschaft sollte da drin sein. Den machen wir kurz mal weg. So, tschüss. Tschüss, mach's gut. Das ist doch überall Holz, Alter, und die Holz. Ja, ich gebe euch ein bisschen vorsichtig vor, aber ich glaube, das ist optimal, so wie wir es machen. Ich bin euch alles weg hier, ey. Im Dach sollte es eine Öffnung geben. Du wirst mir nicht entkommen. Nee, werde ich das nicht? Im Dach tot, Junge. Sollte es eine Öffnung geben. Das können nur wir, das doch. Im Dach sollte es eine Öffnung geben. Also da oben irgendwo oder was? Wenn du dich weiter so findest, wird meine Axt deinen Hals verfehlen. Das wollen wir beide nicht. Wenn ich schon sterbe, dann soll es schmutzig werden, du Aas. Da ist ein Gegner. Und draußen. Okay. Okay. Feigling, binde mich los und gib mir eine Axt in die Hand. Jo. Ich schulde dir gar nichts, Rabendreck. Oder deinem Clan von Trell und Bauern. Du, leg die Axt beiseite oder stirb durch meine. Du solltest auf einem Sklavenschiff nach Irland sein, Wolfsmal. Nein. Aber wenn du mein erstes Opfer sein möchtest, wird Odin dich sicher freudig empfangen. Du hast gerade dein Leben verwirkt. Ja. Das geht ganz oh shit. Ich schick dich direkt zu Hel. Knie nieder, Wolfsmal. Dann verschone ich dich. Nee, mach schön nett. Halt dein Maul und kämpfe. Stirb, du niederer Abschaum. Vorleck. Ja.
Alter! Ernsthaft? Warum geht das so in Zeitlupe, der Kampf? Muss man irgendwas einstellen? Vater, du hättest sie bis zum bitteren Ende festhalten sollen. Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Nein. Nein, Varin! Nein, Varin! Nimm deine Axt! Tötet sie alle! Nein! Wolf! Odin? Wer ist denn das? Hallo? Bleib! Wer ist das? So? Bringt uns los! Was? Oh, ja, natürlich. Okay, ich bin euch mal los. So. Mein Dank ist dir gewiss. Auch wenn dein Verstand etwas mitgenommen schien. Hört her, wer atmen kann, kann auch kämpfen. Warte mal, ich muss blündern. Wir holen uns unser Schiff zurück. Ja, warte mal, ich will aber... nicht zweimal sagen. Ich will ein paar andere Sachen machen. Ich will ganz... Das wart doch mal. Ich will zu dem Gold. Leute! Warte mal, ich muss mal kurz klettern. Tschüss! Du kämpfst wie eine Kuh! Steht zusammen! Lasst keine Räume! Okay, komm, weiter geht's, Freunde. Los. Da, kommt ihr. Los, Männer. Folgt eurer Schildmaid. Die sich relativ doof anstellt, aber egal. Autsch. Du bist schon so gut wie ja? Tot. Schieb auf, Abschaum. Ja, mir auch, mein Freund. Mir auch. Schießt du auf mich? Tschüss. Plündern, los. Und vorwärts. So, zack. Augenblick, Mann. Ist tot, Junge. Kommt her! Los, Odin! Was hast du? Du hast verloren! Nee, hast. Ihr habt verloren! Oh.
Und noch was drin? Ne, da waren wir schon. Wenn wir schon da sind, blind waren, ja, nimmt der ganze Bude hier. Das ist mir sowas von egal. Ups, hab so blindern. Und hier noch irgendwas zum Blindern. Weil die waren so fies und so frech zu uns. Also ein schönes Bein. Hier liegt überall Essen. Wir könnten so viel Nahrung zu uns nehmen. Hast du gerade gepinkelt? So. Unser Langboot. Ah, ich bin drin. Oh Gott, ich führe übernehmen. Nehmt eure Ruder. Die Wahlstraße führt uns heimwärts. Götter, das wurde ja auch Zeit. Nicht quengeln, sondern rudern. Segel setzen. Jetzt Segel setzen! Du bist recht still, Eivor. Kein Wort über das Unheil, in das du uns geführt hast? Wir hatten in diesem Kampf keine Verluste. Und die Männer, die uns erniedrigt haben, sind tot. Was gibt es da zu sagen? Wie wäre es mit, ich war dumm, selbstsüchtig, tollkühn, blind, störrisch und ich stinke nach Blut und Scheiße? Meine Person gefiel mir besser. Was da hinten? Was ist das? Ist das von uns? Ah, die bleiben an Bord. Okay. Hallo? Nahrung? Proviant ist voll. Mhm. Gelbe Feder haben wir. Bisschen Kohle. Silber. Ich sollte nicht zu lange in diesem Anspruch bleiben. Es wird schön schnell. Eivor, sieh nur! Jemand errichtet einen Außenposten auf dieser Insel. Kjötvis Männer. Sie nagen an jedem freien Fleckchen Land wie Hunde an einem Knochen. Selbst wenn du halb tot wärst, könnten wir sie leicht besiegen. Okay. Alter, wie geil! Ranschatzen wir mal ein bisschen hier, hä? Kommt, meine Wölfe! Ja, Wölfe, los! Wartet auf mich, Wölfe! Ja! Ja. Ein Zähler kann dich jetzt noch retten! Oh, nee. Nein! Nein, du bist tot! So, Junge. Bam, und du auch noch auf die Fratz, komm! Oh! Na? Hi. Blut! Sehr gut! Schnell zurück zum Schiff! Was? Das war schon. Noch ein Beiser. Bei Axt oder was? Scheißding eingenommen, hä? Okay, Freunde, weiter geht's. Setz die Segel. So, drehen, Männer. Boah, leck, das ist echt schwer, Lenke. Sieh dort. Der Schulterknochen des traurigen Ymir. Die wogende See, sein Blut. Sein Hirn, die schwebenden Wolken. Vom Allvater und den Seinen für ein standhaftes Kriegervolk gefertigt. Für all das sollten wir dankbar sein. Und wieder hast du es geschafft, Gefühle in Worte zu packen, wie niemand sonst es vermag. Versuch es einfach, Dark. Verse sind nicht schwer, wenn du deinen Gefühlen Luft machst. Ich fühle meine Gefühle, wie ich es schon immer tue. Ohne Worte zwischen uns. König Styrbjörn wird zornig sein, dass du gegen seinen Willen aufgebrochen bist. Natürlich wird er das. Und du bist gar nicht besorgt deswegen?
Ich sorge mich nur, dass unser König erst erkennt, dass ich recht habe, wenn es zu spät ist. Was ist mit Sigurd? Was würde er sagen? Wäre Sigurd hier, säße er neben dir, würde das Blut von seiner Axt wischen und in den Wind lächeln. Das ist Sigurd wohl doch ein lieber Kerl, hm? Also guter. Unser Heimathafen. Und was wirst du unserem König von diesem Missgeschick erzählen? Nur die Wahrheit. Wir griffen Kjötvis Feste an, töteten seine Männer und schwächten seinen Einfluss hier. Okay. Erwähnst du auch, dass du deine Mannschaft verloren hast und fast als Trell verkauft wurdest? Wird das auch Teil deiner Sage? Sollte es ein Skalde wagen, diesen Vers zu singen, so wird es sein letzter sein. Segel runter! Okay. Auf in den Hafen! Sehr schön. Wir haben angelegt. Sehr gut. Sieh an! Die Nährerin der Raben kehrt zurück. Ja. Und nicht mal halb tot. Ja. Hi. Oh, sprich mal wir mit dachten, dir. Wir hätten dich verloren, Eivor. Diesmal wirklich. Wie immer ein herzliches Willkommen, Randvi. Du siehst wie Schlachtvieh aus. Was ist passiert? Nichts, was der Rede wert wäre. Außer, dass die Männer, die uns aufgehalten haben, tot sind. Und wie geht es dir? Es geht. Obwohl ich viele Tage damit verbracht habe, den Zorn unseres Königs zu mildern. Er ist nicht gut, auf dich zu sprechen. Das habe ich erwartet. Und Sigurd? Ist er von seinen Raubzügen zurück? Er sollte heute zurückkommen. Zuletzt hörten wir, er nähere sich Stavanger. Schön zu hören. Wir brauchen seinen Mut. Sigurd wird dich nicht vor dem Zorn seines Vaters retten, Eivor. Das solltest du inzwischen wissen. Verlief dein Raubzug nicht wie geplant? Pläne erfüllen sich selten. Aber wir töteten viele von Kjötvis Kriegern. Und ich fand dies. Die Axt meines Vaters unter den Toten. Ah, nach so vielen Jahren. Du solltest sie zu Gunnar bringen. Er macht sie wieder scharf. Eine gute Idee. Nachdem ich beim König war. Davon rate ich ab. Vorerst. Er trifft sich mit einem Boten aus dem Norden. Ich kann warten. Ein Schatten liegt auf dir. Stimmt etwas nicht? Nach 17 Wintern die Axt meines Vaters zu sehen, hat mich etwas aufgewühlt. Ein Gefühl, das ich nicht mehr hatte seit er getötet wurde. Seit ich das hier erhielt. Erinnerungen vergangener Qualen. Trauer und Schmerz. Ich sollte mit Valka sprechen. Vielleicht bringt sie Ordnung in meine Gefühle. Nimm dir Zeit, um erstmal anzukommen. Wir sehen uns beim Langhaus. Ich glaube, du bist abgestumpft, Eivor, wie diese Axt. Vielleicht kann dir Gunnar bei beidem helfen. Ich lasse es dich wissen. Ja, wo ist Gunnar? Eivor, siehst entschlossen aus. Ja, ich weiß, danke schön. Danke schön, mein Guter. Yay, hi, Kiddies. Du, Gunnar. Eivor, ja? Hast du uns Schätze mitgebracht? Mein Boot kam mit der ganzen Mannschaft zurück. Das ist mehr wert als Silber. Das zählt nicht. Du brauchst Silber und Juwelen. Sei still, Rolf. Woher willst du das wissen? Du warst noch nie plündern. Sei du doch still. Ja, sei mal ruhig jetzt. So, ich gehe jetzt erstmal zu Gunnar. Hallo, Eivor. Hi. Mein Eck kommt ganz. Ach, wen haben wir denn da? Alvis, nee. Übst du deine Wortspiele, Alvis? Ah, Eivor. Der einzige Mund in Midgard, dessen Spott ich fürchte. Du lehrtest mich die Kunst der Skalden, alter Freund. Es war doch klar, dass ich dich bald übertreffen würde. Wie wäre es dann mit noch einer Lehrstunde? Ein rascher Spottstreit, jetzt und hier? Was sagst du? Ja, machen wir mal. Lass uns Spott streiten. Ich setze immer gern ein paar Münzen. Die meisten von uns, die den Spottstreit lieben, teilen auch eine Liebe fürs Wetten. Aber heute verzichten wir darauf. Fangen wir an. Ich bin bereit. Beim Spottstreit sind Reime und Versmaß verlangt. Es zählt nicht nur der Klang, wenn man ordentlich zankt. So gib acht, welche Worte du wählst im Gefecht. Unterweist du mich, geht's meinem Herausforderer schlecht. Unterweist du mich, geht's meinem Herausforderer schlecht. Nein. Der Reim ist gut, aber zu viele Worte stören das Versmaß. Lass uns jetzt über den Inhalt reden. Der Spottstreit nimmt Gegner recht bissig aufs Korn.
Die Gewitztheit zählt mehr als ein Ausdruck von Zorn. Sag ich dir, du bist töricht und dumm ohne Hirn. Spuck ich dir ins Gesicht und zerbrech deine Stirn. Nicht schlecht, nicht schlecht. Es reimt sich, es klingt gut, aber bedenke, dass ich dich töricht genannt habe und du antwortest, dass du mich töten willst. Ja. Manchmal ist es das Beste, bei der Sache zu bleiben. Das solltest du nicht vergessen. Einer noch. Also geh nun, sei siegreich, die Zunge dein Schwert. Schlag gewitzt dich, sei schnell, was dir auch widerfährt. Voller Freude erwart ich, wie's dir dann ergeht. Das dritte kommt. Du bereust schon in Kürze, was du mich gelehrt. Ich habe dich nicht genug gelehrt, wenn du glaubst, dass das passt. Wo ist der Reim? Boah. Es gibt noch vieles, das du über den Spottstreit lernen musst, aber das wird schon. Ich helfe dir gern, du kannst jederzeit wiederkommen. Vielleicht werde ich das. Danke, Alvis. Wenn du Spottstreitduelle gewinnst, erhältst du Charisma und schaltest besondere Dialogoptionen für bestimmte Situationen frei. Aha, okay. Ja, machen wir das mal. Gehen wir erstmal zum Schmied. Ist er ja unser Schmied. Eivor! Ja? Wolfsmal! Willkommen zurück. Dankeschön, Gunnar. Gunnar, ich habe hier etwas, das du sehen musst. Bei Thors Donnerschlag! Ist das die Axt deines Vaters? Diese Schönheit habe ich nicht mehr gesehen seit... Naja, schon lange nicht mehr. Ich habe sie vor langer Zeit geschmiedet. Sieht immer noch gut aus. Eine meiner besten, finde ich. Die Klinge ist stumpf, aber sie liegt gut in der Hand. Kannst du sie schärfen? Ich kann ihre Schneide verbessern und den Griff verstärken. Und wie es das Schicksal so will, habe ich noch einen Barren dafür übrig. Bist du sicher? Die Nornier haben es so eingerichtet. Aber bring in Zukunft deine eigenen Barren mit. Aus Luft kann ich nichts schmieden. Okay, cool. Ausrüstung zu verbessern. Wenn du Lappelbarren in die Schmiede der Siedlung bringst, kann Gunnar Rüstungen und Waffen damit aufwerten. Dadurch werden Runenplätze freigeschaltet und die Objekte sowie auch ihr Aussehen können weiter verbessert werden. Machen wir das mal. Ja, Mann. Ja, schön. Eine schöne Axt. Das sollte Gunnar reichen. Noch etwas? Was anzubieten. Oh, die könnte man verbessern. Rahmenkleidmantel. Den Mantel oder die Brust? Super, Dankeschön, Gunne. Jo, das war's. Sonst habe ich leider nichts, Gunne. Brauchst du sonst noch etwas? Nein. Ich bin fertig. Das wäre erstmal alles. Komm jederzeit wieder. Machen wir. Yay. Okay, jetzt müssen wir noch mit unserem Runen. An Ausrüstung höherer Qualität können Runen angebracht werden. Runen findest du in Runen in der Welt. Mir welche? Ich glaube nicht, oder? Oh, warte mal. Warte mal, haben wir Runen? Ja, Mann. Wir haben die verbessert. Okay, sehr schön. Oder was verbessern noch? Ja, kann man auch verbessern. Sehr schön, okay. Haben wir da noch? Was mache ich jetzt? Runen. Waffenruhe. Eine Waffenrune. Sehr schön. Gut, die haben wir jetzt mal verbessert. Wo ist denn der Chef? Er ist da hinten. Hier ist der Chef. Ach, eine tolle Siedlung, ey. Ach, die Schweinchen haben wir auch. So, okay, Freunde. Ich würde sagen, das war's mal mit dem Gameplay hier. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ein cooles, lustiges Kommentar wäre auch schön. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich denke, ich werde es ein bisschen weiterspielen. Fällt mir bis jetzt ganz gut. Er schlägt mich zwar ein bisschen mit den ganzen Sachen, mit den Fähigkeiten, aber das kriegen wir, glaube ich, alles schon hin. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Und ja, sag ich mal Dankeschön und... Ciao, haut rein.